Hey ho, da bin ich wieder. Heute geht's mir wieder besser. Gott sei Dank. Schulter tut noch ein bisschen weh, aber heute hatte ich mal wieder keinen Bock, mir einen Döner oder sonst irgendwas zu holen. Ich mache mal wieder selber was zum Essen und zwar eine kleine Kartoffelspeckpfanne. Ja, so könnte man es nennen. Bratkartoffelpfanne, sowas die Richtung. Mit Ei und Zwiebeln und alles weitere da drüben in meiner kleinen Küche. Auf geht's! Ja, da wären wir schon bei der kleinen Übersicht. Nicht viel. Restlichen Kartoffeln von gestern. Ein bisschen Butterschmalz zum Anbrutzeln. Zwei Eier. Ob ich die so jetzt reinkloppe und dann einfach verrühre. Oder ob Spiegeleier werden, weiß ich jetzt noch nicht. Zwiebel darf es reichlich sein. Habe ich hier noch die halbe und die Zwiebel, die schnippel ich mir klein. Und hier natürlich jede Menge von dem Speck. Wie viel nehmen wir da? Also, da darf es heute definitiv mehr sein. Dieses Stück, das schneide ich mir jetzt alles klein. Und dann sehen wir uns schon. Ja, hier, hinter mir. Ja, am Herd. Ach so, ja, und bevor ich es vergesse, gewürzt wird das Ganze mit dem Bratkartoffel-Würzmischung vom Klaus. Ich lege mal los. Jehö, da fangen wir doch mal gleich wieder mit dem Butterschmalz an. Ach komm, nein, mit dem Ding, bevor ich da jetzt wieder stundenlang rumpopel, den schmelzen lassen. Und danach können wir schon den Rest reinhauen. Und am besten sind die Kartoffeln, wenn man nicht mehr erkennt, dass es Kartoffeln sind. Ja. Im Anschluss hauen wir gleich die Zwiebeln auch noch mit rein. Moment. Da darf es natürlich auch reichlich sein. Ja, Leute, was soll ich sagen? Und dann lassen wir das einfach mal so eine ganze Weile vor sich hinschmurgeln. Und ich glaube, ich mische die Eier dann auch einfach bloß rein. Und immer wieder mal reingucken und ein bisschen umrühren. Und weiter schmurgeln lassen. Ja, und wenn man mal einen Augenblick nicht aufpasst, dann ist teilweise fast schon zu braun, aber das ist jetzt der Moment, wo ich Gewürz hinzu, Mann. Ja. Und dann kloppe ich mir meine Eier rein. Dann sind wir eigentlich schon wieder fertig. Ja. Einmal und zweimal. Och, die ollen Eier zerfallen von selber. Die nächsten gehen gar nicht auf. Mann, was ist denn das? Ausschalten kann ich schon mal. Noch schnell probieren. Vom Salz her und vom Gewürz. Ausreicht. Und ab auf den Teller, während wir noch am Rühren sind.
und ruckzuck Resteverwertung. Lecker. Auf alle Fälle ausreichend für mich heute und ab in den Hals. Heiß. Leckeres, schnelles Essen. Ich kenne zwar Bratkartoffeln noch ganz anders und viel leckerer, aber die kann ich nicht. Das war jetzt meine schnelle Version und die esse ich jetzt in Ruhe und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ein Däumchen nach oben, freundliches Kommentar, Abo, ja, und hoffentlich können wir bald wieder was Gescheites grillen. Tschaikowski.